Pirates of the Caribbean. Das Videospiel. Epischer Ruckler. beliebige Taste drücken und so beginnen. Okay, das ist jetzt gleich mal ein Test, ob mein Gamepad funktioniert. Ja, wunderbar. Das ist ja richtig geil. Leck mich am Arsch. Ja, herzlich willkommen zu Let's Play Lego Pirates of the Caribbean. Warum ich auf dieses doch schon... ja, etwas länger auf dem Markt erhältliches Spiel gekommen bin, ist ganz einfach. Ich habe mir die Flucht der Karibik-Filme letztens mal wieder angeguckt. Und dann ist mir eingefallen, da gibt es ja auch ein Lego-Spiel dazu. Und Lego-Spiele sind im Allgemeinen sehr geil. Also ich habe Lego Star Wars gesuchtet wie ein Idiot. Und deswegen dachte ich mir, hey, probierst es halt einfach mal aus. So schlecht kann es ja wohl nicht sein. Ja, wenn ich ihr nebenbei öfter mal solche Geräusche hier hört... dann liegt das daran, dass ich noch mehr trinken muss als normalerweise. Also ihr kennt das ja von mir, wenn ich am Quatschen bin in LPs, dann saufe ich wie ein Loch. Also hier in dem Fall Cola, kein alkoholisches, sonst irgendwas. Ich saufe nicht während LPs. Das sollte selbstverständlich sein, zumindest bei mir. Zwar liegt es daran, dass ich mir einen wunderbaren Sonnenbrand geholt habe. Weswegen ich jetzt auch den Lautstärke etwas runterstelle. Weswegen ich halt dauernd am Schwitzen bin irgendwie, weil das ist einfach, wenn eure Arme am Glühen sind, dann, ja. Wir nehmen mal Spielstand 1. Ja. So. Die Cutscene am Anfang war ja schon sehr an den Film angelehnt, beziehungsweise an die Filme. Das soll ja bei dem Spiel allgemein so sein, also das ist im Endeffekt der Film, der gespielt werden kann. Was ja eigentlich ziemlich geil ist. Ah ja, Will Turner. Also ich muss sagen, so ein Lego Jack Sparrow-Männchen wäre schon ziemlich geil. Ich weiß nicht, ob es die auch in RL zum Kaufen gibt. Keine Ahnung. Wow. Ja, eindeutig die Filme. Eindeutig. 1:1. Ist das geil. Ach, Norrington, der Idiot. Ja. Man merkt, dass ich die Filme erst geguckt habe. Vor kurzem. Oh.
Dum, 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 dum. Okay, also, ja, wenn die Cutscene vorbei wäre, würde ich jetzt auch mal anfangen zu reden, aber, naja, gut. Okay, wir scheinen hier tatsächlich 1:1 die Filme nachzuspielen, oder jetzt zumindest gerade mal den ersten Teil. Ich weiß nicht, wie weit das geht, ob das tatsächlich bis zum vierten durchgeht. Wir werden sehen. Wechsel zu einem anderen Mitglied deiner Meute, indem du Y drückst. Meine Meute ist auch irgendwie geil. Naja, jetzt sind wir quasi hier Dingens, der Gehilfe da von Will Turner. Jetzt sind wir Will Turner, okay. Drücke F2 oder eine beliebige Taste, um zu beginnen. Ja, spielen wir mal Will und sammeln hier so ein paar Sachen auf. So, da kann ich springen, okay. Das ist Schlag. Oh, wow. Hier kann ich irgendwas mit B machen. Yeah. Gute Idee. Ja, wir drücken mal F2. Was genau soll ich machen? Ach so! Ach Gott, bin ich ein Idiot. Ich kann hier quasi auch Splitscreen spielen. Jetzt habe ich das natürlich mit F2 aktiviert. Wirklich, das ist wieder weg. Steuerungseinstellungen. Kann ich dann gleich wieder irgendwie alleine weiterspielen? Wäre das auch möglich? Hallo? Numpad 3. Extras. Nein. Optionen. Ich bin gerade Maximum verwirrt. Okay. Wir sehen uns gleich wieder. So, und da bin ich auch schon wieder. Also, ich habe jetzt im Endeffekt mal das Spiel neu gestartet, weil wir hier wohl, wenn wir F2 drücken im Spiel, sagen, wir sind zwei Spieler und spielen im Splitscreen, und das ist hier gerade nicht der Fall. Hat sich auch gelohnt, die Pause, weil der Dingens hier, die Batterien von meinem Xbox-Controller haben sich gerade sowieso verabschiedet. Was ein Zufall. Ah ja, wir brauchen wohl einen Hammer. Mhm. Was können wir eigentlich hier bei der Banane machen? Wow, wir haben gerade irgendwas geworfen. Ups. Ach so, Moment mal, wir brauchen hier Mr. Brown, weil wir, der hat ja den Hammer, genau. Mit dem können wir hier irgendwas wieder zusammensetzen. Ah, okay, diese Schmiedeanlage, okay. Ah ja. Dann hau mal drauf hier. Alles ganz professionell, wie sich das gehört. Yay, Punkte. Da hinten sammle ich auch mal auf, weil ihr werdet in dem Spiel eventuell merken, ich bin ein Fan von mich in Sachen einglitschen. Ah ja, jetzt geht's. Nein, ich bin ein Fan von überall in der Gegend rumrennen und alles mögliche einsammeln, was nur irgendwie geht. So zum Beispiel. Ach Menno, ich kann die Kiste ja gar nicht kaputt hauen. Naja. Wir müssen hier eh wieder wechseln. So, dann dreh mal das Ding hier. Komme ich jetzt irgendwie weiter? Ach, ich muss vermutlich jetzt hier hoch. Irgendwie. Okay. Kommen wir da vielleicht nur hoch, indem wir hier drüber jumpen? Ah ja.
Ne, das ist ja eh nicht der Blasebug. Ich glaube, komm, dass es sehr weiterhilft. Ach halt, jetzt weiß ich's. Oder auch nicht. Okay, ich verzweifle jetzt schon an meiner logischen Denk-Dingsbums. Ach nee, wir müssen dem Esel eine Karotte geben, damit wir hier, damit er das Ding hier antreibt. Genau, so war das. Der muss jetzt hier ran. Und kann das Teil hier drehen. Ah, und schon funktioniert das ganze Ding wieder. Wunderbar, wunderbar. Wir müssen jetzt quasi das Schwert fertig schmieden. Das... Well... eigentlich verschenken wollte. Hm. Autsch. Okay, wir müssen gegen Jack kämpfen. Wie wir nochmal schlagen. Nein. Ah, jetzt. Mit hier X. Okay, also, gib ihm. Ja, ganz toll. Jetzt müssen wir ihm irgendwie folgen. Eventuell nicht so. Mit B können wir den Kram wieder reparieren. Jawohl. Und jump, 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 jump. Hier hoch. Wunderbar. Und jetzt hier rüber und... Aua! Wow. Okay, das war jetzt irgendwie uncool. Können wir seine Schläge vielleicht auch irgendwie abwehren? Ah, wir können so... Sachen auf ihn werfen, okay. Warum habe ich gerade down? Ach so, ich bin ja auf so einer, auf so einem Sa. Yeah, super. Hallo. Ach, das war, weil ich auf diesem Ding da hinten drauf gestanden bin. Da kann ich ihn nicht wirklich schlagen. Ah ja, das macht natürlich dann sehr viel Sinn. Habt ihr gerade gesehen, wie Jack gelaufen ist? Das ist so geil, dass sie sich so an den Film orientieren. Das ist echt der Hammer. Wow. Ja, Mr. Sparrow. So landet er im Knast. Und wartet auf die Black Pearl. Hm. Habt ihr gesehen, wie die Figur da hinten geflogen ist? Das sind die kleinen Sachen im Leben. Oh Gott, ja, ich erinnere mich an die beiden. Hey, für ein Kinderspiel ganz schön brutal, nicht? Autsch. Also ich kann gar nicht oft genug sagen, dass ich es absolut genial finde, dass hier der Film so imitiert wird. Das ist echt geil. Okay, wir müssen jetzt Jack aus dem Knast holen. Okay, das könnte etwas schwieriger werden.